Moin moin liebe Bodybuilder, willkommen zurück zum FIFA 15 BE Pro Modus. Ich bin der Sektor, ich komme gerade zurück vom Sport, das heißt ich bin ein bisschen körperlich durch, fertig, aber geistig bin ich noch fit und den Controller mit meinen Händen zu bedienen, das schaffe ich auch noch. Und heute geht's gegen Colchester. Wir können mal kurz auf die Tabelle schauen, wie sieht's denn da aus? 14 Spiele sind gespielt und wir sind wieder mitten im Aufstiegsrennen dabei, 25 Punkte. Platz 4 heißt es, 2 Punkte hinter dem Führenden. Das sieht eigentlich ganz gut aus und jetzt, wo ich meine Stärke habe, denke ich mal, wird es auch steil bergauf gehen. So, wir befinden uns im Stadion Neder. Wir spielen wieder zu Hause. Schauen wir mal, was hier so drin ist heute. Ich bin nicht ganz fit, auch also in-game jetzt meine ich. Und in den letzten beiden Spielen habe ich mich jeweils zum Ende hin verletzt. Also da sollten wir vielleicht ein bisschen vorsichtiger agieren. Aber der Trainer will, dass wir offensiv spielen anscheinend. Hat hier gleich mal umgestellt. Und die erste Chance hat der Gegner rübergeköpft. Zum Glück sind die scheiße. Colchester. Habe ich noch nie gehört. Spielen aber anscheinend in der dritten englischen Liga. Wenn man dem Spiel hier glauben darf. Aber ich denke mal schon. So. Beim letzten Mal habe ich, glaube ich, gesagt, dass wir ein bisschen unsere Passquote verbessern müssen und generell die Anzahl der Pässe, der Kurzpässe. Vielleicht tricksen wir heute auch ein paar Leute aus. Nee, komm, wir spielen erstmal gut durch hier. Ah, wir machen es eng. Das sieht doch schon gut aus. Ach, schade. Ja, eigentlich wollte ich, dass er mich da hart anspielt. Er hat aber nur so einen Kackpass wieder hinterlassen. Da kann ich natürlich nichts mit anfangen. Ach, verdammt. Zu viel Übersteiger. Eigentlich wollte ich nach einem schon abbrechen. Er hat aber einen zweiten noch gemacht. Oh, das war aber mal ein guter Seitenwechsel. Kommt er da noch ran? Ey, Wahnsinnspass für die Liga. Und da geht keiner von uns zum Kopfball hoch. Das ist immer wieder typisch. Das ist immer wieder typisch. So, jetzt muss ich hier alleine was reißen? Nee. Auf keinsten. Ja. Das ging ins Nichts, dieser Lauf von mir. Hat wieder Kraft gekostet. Kopfballduell gewonnen. Ganz wichtig. Da müssen wir auch noch uns verbessern. Ach, was sind denn das immer für Pässe, Leute? Können die nicht mal einen harten Pass spielen? Können sie nicht, ne? Immer nur so ein, entweder mit der Hacke, dass er dreimal auftüppelt dabei. Gut, der Pass war eben halbwegs richtig. Und war das abseits? Wahrscheinlich nicht, aber der kam auch scheiße dabei. Kam nicht gut genug. Aber wenn ich es nicht probiere, kann ich es nicht wissen. Wir arbeiten ja dran, ne? An unserem Passspiel habe ich ja gerade eben gesagt. Wir haben schon recht viele Pässe, aber irgendwie fehlen, also es fehlten noch 11, glaube ich, bis wir einen Erfolg haben. Und die 11 würde ich heute definitiv gerne machen. Wir haben jetzt natürlich erst 22 Minuten rum, das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit, aber was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen oder so. Keine Ahnung, ich halte mich nicht dran. Eigentlich. Heute mache ich mal eine Ausnahme. Okay, super Annahmen von mir. Oh, der Pass war auch nicht unbedingt der beste der Welt. Ich muss noch ein bisschen mit Tricks an meinen Gegnern vorbeikommen. Okay, das war gut gemacht. Den hat er sehr schön abgelegt. 75 Gegner ausgedribbelt. Das war doch mal ein Lauf. Der Schuss war nicht der beste, aber wir haben außen Schuss freigeschaltet und den einen Stern haben wir. Jawohl, Tempo plus 1. Jetzt geht's hier aber richtig ab. Under Armour Shirt. Oh Gott, da steht keiner. Gib mir. Nein. Scheiße. So, kommen wir da ran. Jawohl. Sehr schön. So, erstmal ein paar spielen hier. Ja, jetzt, weißt du. Unmöglich. Also ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Was war denn das für ein behinderter Pass? Ich habe nicht mal angefordert. Er hat einfach gepasst. Ohne Not. Einfach mal einen Ball weggegeben.
Ich meine, ich darf das, ich bin der Held. Ich mache zumindest die Tore. Aber ich merke auch schon, ich muss mich ausdauertechnisch wieder ein bisschen nach hinten orientieren. Hab jetzt aber schön Ball abgefangen. Das sollte auch ein guter Erfolg sein. Oh! Wer heißt der? Rabona? Der Trick? Ja, da wollte ich da. Vielleicht wollte ich da ein bisschen zu viel. Ich will sie alle austribbeln. Ich will mich beweisen. Ich werde ein bisschen übermütig manchmal. Und jetzt sind sie unten ganz frei und das war Abseits, oder? Kein Abseits. Uiui. Ja, easy. Ich habe noch nicht so diesen Antritt, den ich mir wünsche. Wieso gehst du denn da nicht hin? Du Vollspast. So einfach. Verdammt. Ah, das war ein Foul von mir? Okay. Na gut, die erste Halbzeit ist jetzt eh gleich vorbei. Viel wird da nicht mehr passieren. Vielleicht jetzt noch der letzte Angriff von Colchester. Bevor es in die Pause geht. Oder kommt nochmal hier. Los. Lauf doch. Bam, drin, zack, boom. 1:0 zur Halbzeit. Wahnsinnsding, Wahnsinnslauf von mir. Gegen Drittligisten kann man das mal machen. Da habe ich meine Klasse gezeigt in meinen edlen weißen Tretern hier. Schöner Ronaldo-Job. Reingelaufen, abgeschlossen ins lange Eck. Ja, unhaltbar vielleicht nicht, aber schwer zu halten. Und gleich mal hier groß aufgetrumpft. Vor der Halbzeit nochmal einen Lauf gestartet. Ich dachte eigentlich, der andere kommt mit. Mein Nebenspieler, der ist aber einfach stehen geblieben hinten. Nun gut. Müssen wir es halt so richten. Bin ja auch eigentlich gut genug, ne, um das alleine zu machen hier. Aber naja, so, wir haben nur noch die Hälfte unserer Ausdauer. Hm. Jetzt ist die Frage, spielen wir ein bisschen defensiv? Ein paar Kurzpassspiele? So, da haben wir sie. Das waren 11 Pässe. Das kannst du auch nicht, das glaube ich nicht. Ihr habt doch bestimmt schon 20 gespielt. Da mal ein langer Pass. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt langer Pass gilt, aber der ist lang. Der kommt an. So. Und ich würde jetzt gerne mal was ausprobieren. Hallo. Eigentlich wollte ich von ganz weit weg mal einen schönen Schuss absetzen. Aber ich komme da nicht so richtig hin. Nein! Ach, verdammt! Da habe ich nicht damit gerechnet, dass er sich da hingrätscht. Ach, da wollte ich fummeln. Oh, wo renne ich denn hin? Okay, ich renne zum Punkt. Dann läuft er einfach in den Sturm rein. Wen soll ich da denn anspielen? Du Klöte. Ah, schön, fairer Zweikampf. Oh, da habe ich angefordert. Hab's wieder gut gemacht. Boah, was ein Konter. Ja, den muss er jetzt alleine machen hier. Ach, das wird doch nichts. Ich wollte aus der Position mal abschließen, aber das war doch eher schlecht. Wir brauchen nämlich, glaube ich, noch ein Tor aus 27 Meter Entfernung. Und außerhalb der 16er ist die Tore sind natürlich auch nicht so schlecht. Und das bietet sich natürlich als ZOM an, wenn man das drauf hat. Dann kann ich immer schön mir einen Ball zuspielen lassen und mal von der Entfernung draufbratzen. Dann komme ich auch auf gute Tore. Oh, das war ein Foul von mir. Aber nichts gesehen. Ja, Vorteil war richtig. Aber die machen halt nichts draus, ne? Jetzt eine Wertung von... Oh, das war wieder ein Foul. Von 8-1. Ach. Habe ich jetzt gefoult? Nee, okay, ich dachte schon. Ich habe nämlich einen Ball abgenommen und dann hat er mich gefoult. Ne, das wollen wir schon mal richtig stellen. Nein! Wieso ist meiner denn nicht hochgesprungen? Ich habe doch gedrückt, dass er den rausköpfen soll und er läuft einfach weiter. Oh, schau dich das nochmal an, wie ich da richtig geil hingelaufen komme zu der Stelle. Und dann... Ach, hat man jetzt, glaube ich, nicht so gesehen. Na gut, dann muss es wieder ein Sololauf sein. Ja, komm.
grätschen ganz schön. Oh, Alter. Das, ey. Nicht mal ein Foul. Das war ja schon fast eine rote Karte, wie er da reingeruppt ist. Das ist so unmöglich ist das. Sowas lasse ich nicht mit mir machen auf Dauer. So, und jetzt spielen wir auch wieder Offensive. Ich warte mal, bis die den Ball abgenommen haben, weil was anderes kann ich hier nicht tun, sonst bin ich gleich wieder meine Ausdauer weg und kann nichts in die Offensive. Kann mich da nicht einbringen. Die Grätschen vorbei und was nicht alles. Neue Position, rechter Stürmer. Wie? Oh, da kann er doch. Ey, dieser Schiedsrichter, das ist echt Drittliga-Schiedsrichterniveau hier. Unfassbar. Jawohl. So. Komm ran! Jawohl. Ach, verdammt. Ich dachte, ich kann ihn gleich noch nach oben passen. Wurde leider nichts raus, aber wir sind in einer sehr guten Position. Hey, mein Ball. Mein. Oha. Ich kann das hier nicht halten. So. Zu früh abgebogen wieder. Ich hätte einfach nach oben durchlaufen können, hab's aber abgebrochen. Du doch nicht. So. Jetzt vielleicht. Ah, es klappt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und der geht ins Aus und dann haben die anderen Ball. Ich wusste es. Ich wusste es, dass er zu dumm ist, diesen Ball zu halten. Die Gegner leider nicht. Die schaffen das irgendwie immer. Sonnenball nicht so zu so verkommen zu lassen. So, und ich laufe mir hier wieder alles aus dem Hals. Ich kann nicht mehr, Leute. Holt mal einen Ball. So. Spiel nach unten. Jawohl. Jetzt muss ich ein bisschen nach vorne laufen. Oh, war der gut. Ah, Mann, dann versauen die das mit solchen schlechten Pässen. Spiel ab. Jawohl. Ey, faul. Der hält doch die ganze Zeit. Ich beklag mich hier nur, ne? Unglaublich. Aber oh, ich habe so eine schlechte Reaktionsgeschwindigkeit. Ich kann mich so schlecht drehen mit dem Ball. Es dauert viel zu lange. Foul. Ach Junge, steh auf. Ach, dass mein Teamkollege nicht weggeht, das hat mich voll irritiert, ey. Bam! Nachsetzen! Jawohl! 2-1 in der 90. Boah, zweimal kurz vor Schluss gerettet. Einmal in der 45. und jetzt in der 90. Viertes Tor von Will Grigg. Ist wahrscheinlich wieder keine Vorlage von mir. Und jetzt will er hier einen Abwehrriegel einmauern. Aber das Spiel ist vorbei. Das habe ich sehr gut getimt. Und Will zusammen natürlich haben wir sehr gut gemacht. Ein Tor, keine Torvorlage. Aber wieder 93% Pässe. Ja, seht ihr, wir haben 15 kurze Pässe, 8 Mittelpässe und 4 lange Pässe. Das sollte sich doch gut auf die Leistung niederschlagen. Schau mal, Pässe. 17 von 20. Na gut, da hätten es vielleicht ein paar mehr sein können. Aber das bauen wir hier aus. Das sieht alles sehr gut aus. Körperlich brauchen wir auch nicht mehr viel. Ein Kopfballduell gewinnen, ein paar Gegner ausdribbeln, zwei Kämpfe gewinnen, noch ein paar Spiele machen. Regenspiele vielleicht, 3 Regenspiele. Und Schneespiele brauche ich auch noch. Ich weiß gar nicht, 21. Oktober, ne, mit den Schneespielen, das dauert noch ein bisschen. Aber Regenspiele könnte ich ja jetzt schon einstellen, dass das nächste Spiel hier, wer war das? Swindon ist das, glaube ich, ne? Genau. Dass das nächste Spiel gegen Swindon ein Regenspiel ist und dann hätten wir das schon mal wieder abgehakt. 3 Spiele davon, das kriegen wir, glaube ich, hin.
Jo, das war's auch schon wieder. Die Folge ist vorbei. Wir sehen uns morgen wieder oder so. Ich habe ja, genau, das kann ich ja auch nochmal ansprechen. Ich habe in den Kommentaren schon gesagt, dass ich nächste Woche, die Folge sollte jetzt Sonntag rauskommen, dass ich nächste Woche anfange oder versuche, Highlights rauszuschneiden aus mehreren Spielen. Dann kommt das ganze Format aber nicht täglich, weil das einfach, ich muss ja mehr spielen am Tag und dann noch das Schneiden und das Nachsynchronisieren. Das ist einfach ein unglaublicher Mehraufwand. Da kann ich das nicht jeden Tag bringen. Aber nächste Woche kommt noch The Witcher 3 raus und das Let's Play ich ja auch. Und dafür werden dann die leeren Slots genutzt. The Witcher sollte eigentlich jeden Tag kommen und dann FIFA vielleicht alle zwei Tage. Ich versuche es so häufig wie es geht, aber ich habe natürlich auch noch andere Sachen zu erledigen. Studium, Familie und so Sachen, ne? Ihr kennt das. Also, trotzdem danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt das hier weiterhin. Wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder geht. Bis dann. Tschüss.